Es ist Freitag, der 13. November 2020. Sie sehen das SKB-Journal vom Stadtfernsehen Brandenburg. Wir beschließen die Woche mit folgenden Themen. Gespendet 425 Tüten für die Brandenburger Tafel. Gefragt Geschenke für Weihnachten im Schuhkarton. Und geplant Bebauung der Einsteinstraße beschlossen. Tja, und damit hallo und herzlich willkommen zum SKB-Journal vom Freitag. Wenn das Jahr zu Ende geht, gibt es verschiedene Wohltätigkeitsaktionen und über eine kann sich dieses Jahr auch wieder die Brandenburger Tafel freuen. Gemeinsam Teller füllen, Tüte kaufen, Tafel unterstützen und gemeinsam Gutes tun, so heißt die Aktion. Dabei hatten Kunden der hiesigen Rewe-Märkte vom 7. bis zum 19. Oktober Gelegenheit, Tüten für 5 Euro zu kaufen, um sie an die Brandenburger Tafel zu spenden. Insgesamt 425 Spendentüten sind zusammengekommen. Die sind mit haltbaren Lebensmitteln gefüllt und werden an hilfsbedürftige Menschen verteilt, darunter auch viele Kinder und Jugendliche. Jedes Jahr hat der CVJM eine Weihnachtspackparty veranstaltet. Die Aktion Weihnachten im Schuhkarton ist dabei Teil einer der größten weltweiten Geschenkaktionen für Kinder in Not. Die Packparty kann dieses Jahr nicht stattfinden, die Aktion gibt es aber trotzdem. So bekommen auch dieses Jahr bedürftige Kinder aus zum Beispiel Osteuropa Weihnachtsgeschenke. Wer sich in diesem Jahr an der Aktion beteiligen will, der kann einfach alte Schuhkartons mit Geschenkpapier verschönern und kleine Geschenke wie Buntstifte, Malbücher oder Kuscheltiere dazu packen. Abgabe der Kartons ist noch bis zum 28. November bei der christlichen Buchhandlung in der Ritterstraße 69 direkt neben dem Fonte möglich. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Ich konnte nicht mehr länger wandern. Das Radfahren ging schwer. Treppe steige. Katastrophe. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Ist Ihr Blutdruck auch zu hoch? Knobi Vital, der Knoblauchtrunk aus dem Allgäu. Altbewährt und hilfreich. Und jetzt neu, Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck durch das im Kurkuma enthaltene Kalium. Knobi Vital, erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung und Information unter 07528 20 6000. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck. Auf einer Fläche von 0,75 Hektar soll in der Einsteinstraße in der Altstadt neuer Wohnraum entstehen. Am 30. September wurde nach § 13a Absatz 1 des Baugesetzbuches der Bauplan beschlossen. Die Öffentlichkeit soll nun gemäß § 3 Absatz 1 Baugesetzbuch Gelegenheit bekommen, sich möglichst frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung zu informieren und Anregungen vorzubringen. Aufgrund der derzeitigen besonderen Situation erfolgt das auf der Internetseite der Stadt. In der Zeit vom 11. November bis 27. November kann die Öffentlichkeit ihre Hinweise an ina.holz@stadt-brandenburg.de übermitteln. Parallel dazu wird im Foyer der Stadtverwaltung in der Klosterstraße 14 ein Informationsplakat über den Bebauungsplan ausgestellt. Die Bürgerinnen und Bürger haben Gelegenheit, sich zu informieren und schriftlich ihre Anregungen und Hinweise abzugeben. Tja, wer hätte das gedacht? Strahlend blauer Himmel am Freitag, den 13. Das war so nicht angesagt. Es war aber eine schöne Überraschung. Und das Wochenende soll auch ungewöhnlich mild werden für November. Hier sind die Wetteraussichten mit dem SKB-3-Tagestrend. Angenehme 14 Grad stehen am Samstag auf dem Thermometer. Der Himmel soll bewölkt sein, aber das sollte ja auch heute schon so sein. Vielleicht gibt es am Samstag auch wieder ein paar Chancen für blaue Flecken. Ähnlich geht es dann am Sonntag weiter bei 15 Grad und die neue Woche startet am Montag dann leicht bewölkt bei 12 Grad. Tja, das war sie dann auch schon wieder, die Woche mit dem SKB-Journal. Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende. Genießen Sie das Wetter. Tschüss, machen Sie es gut.